Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, ich denke, den kennen alle. Mal gucken, dass wir den mal langsam fertig kriegen. Ein paar Sachen kriege ich im Moment nicht. Super. Wie zum Beispiel eine rechte Tür. Ist gerade nicht zu bekommen. Ich suche auch schon komplette Fahrzeuge. Ja. Aber die sind gerade etwas rar. Ja. Komplette Fahrzeuge sind manchmal einfach sinnvoller. Das ist einfacher. Es ist wirklich einfacher. Komplette Fahrzeuge. Ja, außerdem kann man dann Ersatzteilpaket dabei geben. Wie gesagt, der Wagen ist eigentlich schon weg. Ne? Der gute Mann wartet schon verdammt lange da drauf. Und ja, das, was wir machen können, können wir ja schon mal anfangen. Ein paar Sachen habe ich jetzt durchgeschaut. Wie zum Beispiel hatte ich die Information gekriegt vom Vorbesitzer, dass der Zahnriemen neu ist. Definitiv. Ist er mit Wasserpumpe. Ne? Ja, ich weiß. Ne? Kann man glauben, muss man aber nicht. Das ist immer so eine Sache mit den Erzählungen der Vorbesitzer. Kann ja auch anhand der Rechnung stimmen. Ne? Aber wir haben es ja gerade vor kurzem erst gesehen. Ne? Rechnung über Zahnriemen und ist gar keiner eingebaut worden. Es ist eine Rechnung geschrieben worden. Also von daher, ja. Diese Zentraleinspritzung habe ich gestern mal sauber gemacht. Das über Nacht einwirken lassen. Ja, jetzt sieht die Drosselklappe wieder einwandfrei aus. Gut, war jetzt nicht so wahnsinnig dreckig, ne? Aber so ein paar Sachen waren da doch verschmutzt. Vor allen Dingen pendelte der Leerlauf. Mal gucken, ob der heute besser anspringt. Ich habe leider nur eine Fotobatterie hier, die da oben reinpasst. Ich kann da keine schwere Batterie reinpacken. Wir erinnern uns, hier oben ist ein Rostloch. Ne? Das zeige ich euch gleich nochmal. So. Mal eben die tote Batterie da reinhauen. Da wir überwiegend Diesel fahren, bis zu 70 Ampere, das kleinste meistens. Aber mit einem Booster Pack geht es auch mit der toten Batterie. Also von daher. Aus dem Grund haben wir das Ding ja. So, dann wollen wir mal gucken. Es ist ewig um 3 Tage nicht gelaufen, aber dafür geht es eigentlich.
Wir legen heute die elementaren Sachen mal eben überprüfen. Lichtmaschine und Regler laufen gut. Wundert mich jetzt aber bei einem Motor der Generation auch nicht wirklich. Ja, das hier ist keine Undichtigkeit. Ich habe einfach nur geguckt, ob der Kurbelgehäuse Druck hat. Nix. Aber gar nichts. Läuft sehr gut. Ja, jetzt haben wir natürlich kein Drehzahlmesser, würde mich mal interessieren, wie viel Drehzahl wir haben. Ich hatte früher meine Stroboskoplampe für die Zündung. Die hat auch die Drehzahl gleich angezeigt, aber leider ist sie kaputt gegangen. Und meine neue hat leider kein Drehzahlmesser mehr. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass mein Multimeter Drehzahlen anzeigen kann. Dann muss ich mal gucken, wie das geht. Leitung einschleifen und einmal Batterieflussschraube. Ich versuche es mal einfach zu erklären. Das grüne Kabel, was hier rauskommt aus der Zündspule, ist das Drehzahlmesserkabel. Ich werde jetzt nicht anfangen mit Klemme so und so und sowas alles in der Richtung, das hilft keinem weiter. So. Hier kommt das Drehzahlsignal. Kommt von hier, ne? Hier ist der Hallgeber. Ich kann das manchmal wirklich nicht leiden, wenn manche Leute an Autos schrauben und fangen an mit Klemme hier, Klemme da und sowas alles in der Richtung. Was nutzt das dem Laien? Der kann mit Klemme 15 nichts anfangen.
plus minus Leitung. So fängt man an, am Auto zu schrauben. Ne? Wir haben hier eine Batterie. Und selbst da glauben einige Leute, da man holt sich hier einen Schlag. Ein bisschen einfacher erklären, als ob es das erste Lehrjahr wäre. Ist manchmal sinnvoller. Mal 10 nehmen, ne? Stimmt, da war was. Das Multimeter konnte das auch. Kann ja eigentlich nur die Zündung sein. Was anderes lässt sich hier nicht großartig einstellen. Schauen wir mal. Ich hoffe, das sieht man jetzt auf der Kamera. Ich fürchte ja, dass es das... Ja, ich muss das Ding einfach mitnehmen. Okay. So, ihr seht da unten das Kurbelwellenrad. Dann seht ihr da oben diese beiden Markierungen, ne? Ja, und das habe ich geahnt. Ich schaffe ja nicht so schnell aufzunehmen.
Auf der Kurbelwellenscheibe ist auch eine Markierung. Die muss genau da in der Mitte sein. Muss. Sollte. Ist sie jetzt auch. Umdrehung. Gelegentlich drunter. Frühste, was wir machen können. Ja, die waren damals auf Normalbenzin abgestimmt. Ich habe jetzt recherchiert. Die Motoren waren auf Normalbenzin abgestimmt. Sowas haben wir nicht mehr. Ne, deshalb kann ich jetzt in dem Einstellbereich unten auf dem Kurbelwellenrad beziehungsweise hier oben am Verteiler auf das früheste gehen, was diese Markierung hergibt. Weil wir einfach besseren Sprit heutzutage haben. Klopffester. Also die Zündung ist eingestellt. Das kann man vergessen. Ich habe den Unterdruck außer Acht gelassen. Da war auch noch irgendwas, stimmt. Egal. Den einmal aufmachen. Ist eigentlich alles neu. Auch schon alles eingebaut.
ein bisschen rostig, das Ganze. Ja, gut. Steht ja auch schon wieder eine ganze Zeit, also von daher. Ja. Ja, gut. Die kann mal sauber gemacht werden, definitiv. Den Stecker auch mal gleich hier runterheben. So. Ja, wenn die Welle natürlich rostig ist, ne, die soll ja eigentlich einen Zündfunken transportieren. Ja, das ist der wesentliche Unterschied. Zwischen diesen und modernen Autos. Ja, schon einiges, ne? Ein bisschen grober kann man da schon nur dran gehen. So, metallisch blank ist natürlich wesentlich schöner. So. Und hier sehen wir dann auch gleich den Hallgeber, beziehungsweise hier diese Lücken da drin. Ne, erkennt er hier, ne, und weiß, wann er zünden muss. Beziehungsweise wann die Zündspule zünden muss. Ne. Verteilt wird im Verteiler, in der Verteilerkappe logischerweise, durch den Läufer. Ne, aber das hier ist dieser Hallgeber. Ne. Ja, was ich sagen wollte in Bezug auf moderne Fahrzeuge, ja, das ist alles ein bisschen anfälliger hier. Aber wenn es denn kaputt ist, ist es auch leicht zu reparieren. Ich denke, das können wir gelten lassen. Ein bisschen pendelt er immer. Ohne Luftfilter. Ja. Aber ich muss mal gucken, ob ich einen neuen Verteiler kriege. Das nervt mich. Ja, wird aber auf jeden Fall besser. Was auch noch sein kann, die Fußdichtung von dieser Drosselklappeneinspritzung sind auch manchmal durch. Aber ich denke, jetzt haben wir ihn eigenermaßen ruhig. Wenn wir jetzt den Luftfilter noch dazu rechnen, sollte das ganz gut laufen. Gut.
Im nächsten Video schnappen wir uns den Ventildeckel. Ja, das ist der Unterdruckschlauch, ne? Habe ich jetzt losgelassen. Im nächsten Video schnappen wir uns den Ventildeckel. Wird er mal aufgearbeitet, der sieht richtig übel aus. Dann gucken wir, ob die Fußdichtung eventuell eine Macke hat. Wenn die Falschluft zieht, verdrehzahlmäßig natürlich auch alles möglich. Unter Last 930 bis 950 ohne Last. Also wie gesagt, ich habe den Unterdruck jetzt zugehalten. Dann stabilisiert sich das Ganze ein bisschen. Ne, läuft sehr gut. Für einen 30 Jahre alten Motor. Wenn ich jetzt loslasse, da jetzt fängt er an. Jetzt weiß er nicht mal, wohin regeln soll. Ne? Das ist direkt hier angeschlossen an das Ding. Ja, dann wollen wir unter der Batterie, ist ja das Loch zum Innenraum, das schweißen wir. Oder ich habe überlegt, schweißen an der Stelle, blöde Idee, ne? Eventuell kleben wir das auch. Ich habe Karosserie, also hochfesten Karosseriekleber hier. Ich denke, das ist die bessere Idee. Aber ansonsten, Thermoschalter, alles funktioniert einwandfrei. Perfekt. Klingt gut. Ich kriege jetzt aber noch mal neues Öl. Ja, der braucht noch mal neues Öl und dann geht das los. Ich glaube, mit 15 W40 wird er besser klarkommen als mit 10 W40. Ich hatte nur 10 W40 da, 15 W40 ist dann doch ein bisschen besser für die Hydrostößel und so weiter. Okay. Dann hoffe ich mal, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Video.